Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün und wir machen uns gleich weiter auf den Weg. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Du siehst ziemlich blöd aus. Wir waren im letzten Part in Lavania, haben den Lavania-Turm mal ganz kurz erkundet, wo wir aber nicht viel sehen konnten. Gyrelaila, Taubsi. Ja, und sind jetzt auf dem Weg nach Saffronia City. Verdammt, noch eins, ich habe vergessen, meine Pokémon zu heilen. Egal. Rüsten wir erstmal das Taubsi. Pikachu! Tino wurde durch Gift verletzt. Es ist so tapfer. So, gebratene Maus. Es kommt jetzt. Gebratene Ratte, juhu. Komm schon, du sälst du durch, Tilo. Du stirbst nicht. Oh, die hat ja etwas mehr Pokémon. Nidoran männlich. Das könnte ein bisschen knapp werden, aber ich habe vollstes Vertrauen, dass mein Glurak überlebt. So, jetzt ist auch ihr letztes Pokémon geröstet. Sie hat genug Nahrung, damit sie ein bisschen zunehmen kann, das unterernährte Mädchen. Und jetzt muss ich erstmal dringend zurück und mein Glurak heilen. Schau, was du getan hast! Lauf, 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 lauf. Tilo wurde besiegt. Es war aber so tapfer. Heil mich! So. Oh, Maus, sie kriegt hier was. Nugget, 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 Nugget. Oder ein Hyperball wäre im Aufzug. Eine Frage hier mehr. Langweilig. Los, Victor, du musst gegen Raudis kämpfen. Mach den Weg frei oder ich überfahre dich. Biker Camillo. Heißt Camillo nicht auch irgendein Arena-Leiter? So. Flügelschlag! Okay. Noch ein Slimer! Mann, dieser Kampf wird nie langweilig. Flügelschlag! Bang! Komm schon, Victor braucht ein Level A. Sogar zwei. Bye bye, Camillo. Bye bye bye. Lauf, 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 lauf. Noch ein Raudi. Yeah! Mein Motorrad spielt verrückt. Carsten! Voll der Gangstername, Carsten. Und wir bleiben erstmal bei Flügelschlag. Oh man. Noch einmal. Ah, ganz knapp. Nein, ich werde nicht wechseln. Ich bleibe standhaft.
Oh, das war gut. Level up. Oh yeah. Und noch ein Slime. Das hat jetzt nach unserem Level up keine Chance mehr. Bam. Yeah, das hat es sofort. Jetzt werden wir einmal mit Ruckzuckhieb den Rest geben. Und tschüss. So. Ach, das kann ich einfach nicht. So, dann wäre der auch erledigt. Oh mein Gott, ein Evil Streber. Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht es mit Chemie aus? H2O. Du weißt Bescheid, Dario. Das war jetzt nicht gut. Hoffentlich hat er noch was anderes außer Voltoball. Ah, nee, das war der Typ, der 1000 Voltoball hat. Ach nee, doch nicht. Ah, nee, das war ein ganz anderer Pokémon-Teil. Ha. Egal. Wirkt das überhaupt gegen Metall? Nein, wirkt es nicht. Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Komm schon, Victor, ich hab halt das Vertrauen. Warum? Oh. Das sollte nicht nochmal passieren. Yeah, es ist nicht mehr verwirrt. Ruckzucki, bam. Und das Magnetido ist hinüber. Noch ein Voltoball, aber ich bleib standhaft. Das hat auch Level 20. Ruckzucki. Das macht mir nichts. Solange sie nicht final einsetzen, was sie aber zum Glück erst nach Level 20 erlernt, glaube ich. Hoffe ich. Smogon! Ich kann endlich mal wieder mit einer Flugattacke arbeiten. Ah, oh, eine Kernschmelze! Ja, dein Kern ist aber sowas von geschmolzen. So, nee, nicht Saffronia oder was doch? Prismania City, da wollte ich hin. Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Ja, dieser Tunnel ist sehr spannend. Hier hätten sie ruhig noch ein paar Trainer platzieren können. Was sagst du? Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Uninteressant. Oh, eine Beere. Nirbbeere. Da komme ich nicht hoch. Hier oben liegt nichts. Nee, ich will jetzt wirklich meine Pokémon holen. Ja. Aber zuerst muss ich ins Pokémon Center. Ja, da steht Team Rocket, aber die greifen mich nicht an. Das kann ich sowieso erst später erledigen. Ich bin von Fuchsan, ich sind ja aus dem Radweg hinaufgefahren. Oh, habe ich mir das Rad eigentlich noch geholt? Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Das heißt, ich muss mir noch mein Fahrrad holen. Die Pokoflöte weckt Pokémon mit einem Ton, den nur Pokémon hören können. Stimmt, die Pokémonflöte brauche ich noch. Ja, heile meine Pokémon. Heile sie. Meine Pokémon are wieder topfit. Und mein Mauzi trägt schon wieder was. Musste ich leider jetzt absetzen, Mauzi, und auch mein Voltoball, mein treues Voltoball. Ablegen. Lalalala. Tschüss, mein universelles Mauzi, was Blitz und Zerschneider konnte. Kacke. Da muss ich wen anders noch Zerschneider beibringen, das ist schlecht. So.
Fällt gerade auf, ich habe mir immer noch keinen Namen überlegt. Schlecht. Namen für mein nächstes Pokémon. Eins hat schon einen Namen, das andere wird ein kleines Problem jetzt. Wie werde ich es nennen? Wie werde ich es nennen? Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Game Boy Advance. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Nein. Er hält eine Evoli! Ja. Doof. Dabei wollte ich mir extra vor dem Part noch einen Namen überlegen. Das habe ich jetzt aber vergessen. Wie nenne ich mein Evoli? Ja, kenne ich zwar nicht, aber ich mag den Namen. Select. Hauptsache er passt auch rein. Der wird etwas länger. Passt absolut zu einem Evoli. Ich hab ne Evoli! Level 25. Verdammt. Hab ich eigentlich irgendwas, was ich dem geben kann? Ja, ich gebe ihm die Lauchstange. Bärentüte. Ja, das ist doch mal was hier. Da trägst du das erstmal. Ja, und wozu ich das entwickle, wird eine Überraschung werden. Hoffe ich zumindest. Vielleicht entwickle ich es auch gleich im nächsten Part, aber... Denn die Steine, die kann man sich hier in Prismania City zum Glück kaufen. Sofern ich das Einkaufszentrum jetzt nochmal finde. Ach, das war oben links. Ganz unauffällig. So, Stock für Stock gehen wir mal hoch. Ich muss eh was verkaufen. So, dann fangen wir mal an. Also, X-Treffer brauche ich nicht. Angriff brauche ich. Sternenstaub ist zum Verkaufen da. X-Abwehr. Weg damit. Nuggets. Oh, da habe ich sogar drei Stück. Wäsch damit. Ein Sternenstück. Und sinnlose Sonderbonus. Bam. Jetzt bin ich glücklich und reich. So, also hier gibt es nur TM. Konter, nö. Da gibt es bessere Attacken. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Oh, da ist er doch. Ach ja, so kann ich euch ja verraten, was ich nehme. Verdammt. Donnerstein. Und dann brauche ich noch einen Blattstein für mein Satzenia. Mehr brauche ich eigentlich erstmal nicht. Und dann muss ich jetzt eigentlich schon wieder runter. Ach nee, warte mal. War nicht auf dem Dach noch irgendwas mit einem Mädchen, was noch Soda will? Oder war es auch erst ein Silber? Schon hier. Ja, Moment. Einmal Tafelwasser brauche ich ja für die komischen Typen da. Für die, die mich nicht durch Saffronia City lassen. Zu Saffronia City. Veni.
ist im Kuscheln-Modus. Nein, die gehen. Ja, wir erhalten TMs von der Reflektor. Brauche ich nicht. Und für jedes Getränk kriegt man was anderes. Sprudel! TM20. Bodyguard brauche ich auch nicht. Ja, Tafelwasser, vielen Dank. Es war jetzt nicht ganz so ertragreich, wie ich es mir erhofft hätte. Weil ich mit den drei TMs absolut nichts anfangen kann. Ins Erdgeschoss. Münzkorb. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen, wo ich den herbekomme. Ah, hier. Ja. Puh, pst. Unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Der gibt mir den. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Münzkorb! So. Und dann gehen wir mal in die Spielhalle. Nicht um etwa zu spielen, sondern einfach nur, um so Münzen aufzulesen und dann hol ich mir was. Und hier liegt, weiß Gott, genug am Boden rum. Ja, wie ihr seht, man findet hier wirklich bei Weitem genug. Hey, du hast Wichtigeres zu tun. Champion ins B. Ach so. Ah, der Typ. Er hat mich jetzt 10 Sekunden meines Lebens gekostet. Oh Gott, was für eine Verschwendung. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. 20 Münzen. Münzen. Kann man auf den Sitzen eigentlich auch was finden? Nee, scheinbar nicht. Wie geht es dir? Brauchst du ein paar Münzen? 20 Münzen erhalten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich für mein Pokémon brauche. Nochmal 10 Münzen. Ja, ich weiß, dieser Part ist jetzt nicht gerade der ultra spannendste, aber so zeige ich euch wenigstens, wo hier Münzen liegen. Glücksspiele sind unheimlich, man wird schnell davon abhängig. Für diesen Tipp hättest du mir auch ein paar Münzen in die Hand drücken können. Herrlich, das macht Spaß. Höre mir zu, man sagt, diese Spielhalle gehört Team Rocket. Wäre ich so nicht drauf gekommen, nachdem hier einer von Team Rocket steht. 10 Münzen, Nochmal 10 Münzen. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Nein, haben sie nicht. So, willkommen. Nehmen ein Konstant Münzen gegen Preise tauschen. Willkommen in der Rocket-Spielhalle. Benötigst du Spielmünzen? So, gib mir mal 500. Gib mir mal nochmal 500. Ich will eine gerade Zahl haben. Also ich hole mir jetzt einfach mal 3000 Münzen. Vielleicht reicht das ja sogar schon. Schauen wir mal.
Oh, Porygon. Ah, nee. Porygon hole ich mir aber nicht ins Team. Also für diejenigen, die jetzt darauf warten, dass ich hier wie bekloppt spiele, die dürfen sich vielleicht mal auf einen anderen Part freuen, wo ich dann auf den Porygon hinarbeite, aber jetzt nicht. Hoffentlich reicht mein Geld. Doch, reicht. Ja, und ihr seht vielleicht schon, welches Pokémon ich mir holen will. So, das war jetzt ein spannendes Abenteuer in der Spielhalle. Hier mit meinem Pokémon! Shut up and take my money. Ja, und derjenige hat schon die ganze Zeit drauf gewartet, wann er vorkommt. So. Und mein wunderbar tolles Dratini hat schon Level 24. What the fuck? Hatten wir die nicht mal vom Level her niedriger? Sanft. Sanft. Okay. Dann mache ich jetzt erstmal einen Aufnahmestopp, weil im nächsten Part werde ich die beiden Pokémon erstmal trainieren. Beziehungsweise ich werde sie nicht im nächsten Part trainieren, weil ein Let's Train mit zwei Pokémon wird wahrscheinlich 3 Stunden dauern. Deswegen sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.